Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Kompakt Magazin. Mein Name ist Jürgen Belsesser und ich bin der Chefredakteur. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt schon zum dritten Mal in Dresden sind. Wir waren im April letztes Jahr hier, da waren es vielleicht 140 Leute. Dann waren wir im Oktober hier, da waren es 180 Leute. Und heute haben wir zwei Veranstaltungen machen müssen, weil die erste schon nach 24 Stunden ausverkauft war. Das war um 17 Uhr, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben. Und jetzt ist es sozusagen dieselbe Veranstaltung fast nochmal. Und wieder ist ausverkauft. Wenn wir drei Veranstaltungen gemacht hätten, wäre das auch voll gewesen. Ja? Wir sind besonders gern hier in Dresden, weil hier sozusagen die Fackel der Aufklärung durch Pegida entzündet worden ist vor über einem Jahr. Und hier das Zentrum der mutigen Bürgerschaft ist, die anderen Städten ein Vorbild gibt. Und das Schöne an der jetzigen Situation ist auch, das zeigt der Zuspruch, den wir auch anderswo haben, dass die Leute auf breiter Front aufwachen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo zwar der Gegner, die Regierung, sich im Stundentakt neue Unverschämtheiten gegen das eigene Volk leistet, wo aber auch das Volk beginnt aufzuwachen. Und deswegen sind wir optimistisch, dass wir diesen Widerspruch, der sich in allen Ecken und Enden jetzt zeigt, auch mobilisieren können, um etwas zu erreichen für unser Land und für unser Volk. Und das soll heute Abend diskutiert werden. Und das ist auch die Intention unserer Arbeit bei Kompakt Magazin. Und pünktlich zur Veranstaltung heute ist ja unsere neue Sonderausgabe erschienen. Asyl, das Chaos, so kommt der Bürgerkrieg zu uns. Redaktionsschluss der Ausgabe war Anfang Dezember. Da haben noch viele Leute gesagt, Kompakt übertreibt, wo ist der Bürgerkrieg? Aber seit Silvester wissen wir, und wir sind nicht die Einzigen, wissen sehr viele Bürger, dass wir hier auf eine Bürgerkriegssituation zutreiben, mit uns, den Einheimischen, besonders den Schwächsten, den Frauen und Kindern, als Opfer und denen, die als Flüchtlinge bezeichnet werden, de facto aber Kolonisten sind, als Täter, die munitioniert und eingesetzt werden. Wenn Sie Freunde, Kollegen, Nachbarn in Ihrer Familie, Leute überzeugen wollen vom Ernst der Situation, ist dieses Heft sehr wichtig, weil alles, was darin steht, ist durch Quellen, Dokumente, Fußnoten, Zitate belegt. Das kann nicht bestritten werden. Das sind Fakten, die uns helfen, die Mehrheit, die wir jetzt schon haben, sichtbarer zu machen und zu verbreitern. Heute Abend soll es um die Wende gehen, die Köln gebracht hat, ob das auch die Wende ist zum echten Widerstand. Und ich darf ganz herzlich begrüßen meine Gäste hier auf dem Podium. Zu meiner Rechten Ellen Kosica und Götz Kubitschek von der Zeitschrift Sezession und dem Verlag Antaios. Mit Götz Kubitschek. Götz Kubitschek stehe ich schon zum vermehrten Mal auf dem Podium. Wir haben auch gemeinsam mit anderen zusammen die Initiative 1% als Vernetzungsplattform für die Asylkritiker ins Leben gerufen, um einfach auch deutlich zu machen, jetzt kommt es darauf an, unabhängig von der politischen Herkunft und vom politischen Werdegang eines jeden, jetzt müssen alle zusammenstehen und zusammenhalten und über frühere Differenzen hinweg in diesem Frühjahr eine Wende zu erzwingen. Zu meiner Linken Martin Sellner, er war schon bei der 17 Uhr Veranstaltung dabei. Kommt aus Österreich zu uns und ist der
Führer darf man nicht sagen, der Sprecher der patriotischen Jugend, die identitäre Bewegung in unserem Nachbarland und ist nicht nur theoretisch aktiv im Sinne eines, darf man sagen, konservativen Rudi Dutschke, sondern ist auch praktisch aktiv, weil er mit seinen Freunden zusammen mehrere Male die Grenze für den Asylzustrom in der Steiermark Richtung Slowenien bzw. Kroatien geschlossen hat. Und das ist ein mutiges Vorbild. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Martin Sellner. Ich wurde am Anfang vorgestellt. Ich bin Patriot und politischer Aktivist, und zwar in der identitären Bewegung. Das Symbol hier, der Kreis mit dem Keil, ist das Logo unserer Bewegung. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen das. Ansonsten hoffe ich, dass Sie jetzt in den nächsten Minuten kennenlernen werden in meinem Redebeitrag. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und schon das zweite Mal hier vor einer Menge an Leuten sprechen zu dürfen. Und der Saal ist wieder komplett voll. Ich sehe wieder ernste Gesichter, besorgte Gesichter, auch wütende Gesichter jetzt im Zuge der Reden, vor allem aber sehr entschlossene Gesichter. Und das eine, glaube ich, eine Entschlossenheit. Ein Bewusstsein ist uns bewusst geworden in dem Jahr 2015, dass etwas ändern muss, dass wir das tun müssen, dass es nicht von selber passieren wird. Und auch wenn jetzt eine Krise da ist, brauchen wir Taten, müssen wir aus dieser Krise eine Wende gestalten. Und deshalb sitzen wir heute hier, deshalb bin auch ich hier. Und ich komme aus Österreich und ich muss sagen, mittlerweile bin ich öfter in Deutschland und es ist jetzt für mich immer unangenehm, fast schon in Deutschland zu sprechen. Weil im Endeffekt schicken wir euch quasi die Flüchtlinge weiter rauf, die Refugees. Ja. Also der Österreich Willkommenswahn ist typisch österreichisch, nämlich doppelt heuchlerisch. Die wurden am Bahnhof beklatscht und dann gleich weiter nach Deutschland geschickt. Ja. Und mein Land und meine Heimat, die einmal die Bastion Europas war, ist jetzt zu einer Nation der Schleuser geworden. Das ist mir sehr unangenehm und wir arbeiten, das kann ich Ihnen sagen, Tag und Nacht daran, das zu beenden und in Österreich endlich wieder selber zur Grenze zu werden, weil unsere Regierung und unsere Politiker unsere Grenzen genommen haben. Auf ein paar dieser Aktionen werde ich noch zu sprechen kommen. Was auch eins in Österreich und Deutschland ist, dass wir jeweils mit Merkel und Faymann die schlechtesten, ja man muss sagen wirklich schlimmsten und verräterischsten, moralisch verwerflichsten Regierenden und Anführer haben, die wir in unserer gesamten Geschichte jemals hatten. Habe ich Sachen erlebt und sehen müssen an den Bahnhöfen, erfahren müssen von Vergewaltigungen und Übergriffen, wo ich mir gewünscht hätte, sie nie erleben und sehen zu müssen. Aber eines will ich noch sehen in der kommenden Zeit, und das ist der Rücktritt von Merkel und Faymann in Schien von Schande aus den Parlamenten und der Kuhrüsten am besten noch mit Eiern, die auf den Kopf liegen. Und blicken wir uns um und sehen wir, was im Rest von Europa passiert, was in Ungarn passiert ist, was in Polen passiert ist, was in vielen anderen Ländern passieren kann, wenn sich das Volk seiner Macht bewusst wird, dann glaube ich, stehen die Chancen gut, dass wir aus der Krise eine Wende machen können, denn es hat sich spätestens mit dem Ereignis von Köln ein echter Bruch, ein tiefen psychologischer Bruch zwischen den Regierten und der Regierung ereignet. Ich glaube, ich schließe mich auch hier völlig an Götzens Analyse an. Die Reaktion, die ausgeblieben ist, diese Ohnmacht, das zusehen müssen, danach noch mit anhören müssen, wie das dann relativiert wird und kleingespielt wird von unseren Politikern, das ist eine epochale Schande für unser gesamtes Volk und die gesamte Geschichte. Götz Kubitschek hat ein Beispiel gebracht von diesem Gedankenexperiment in Istanbul. Ich möchte auch ein Beispiel bringen, das ich unlängst gelesen habe in einem Artikel auf der Sezession. Stellen wir uns vor, oder stellt jeder im Saal sich mal vor, es klingt an der Tür und besucht irgendein alter Schulkollege, ein alter Bekannter und Schulfreund, man lädt ihn ein, öffnet eine Flasche Wein und im Zuge des Gesprächs auf einmal beginnt er, ihre Frau zu bekrapschen, zu betatschen, zu belästigen. Und sie sitzen daneben, die Kinder sitzen am Sofa und sie tun nichts. Schauen zu und lassen sich das gefallen. Und genau so haben wir nichts getan bei dem Vorfall in Köln. Genau so haben wir zugesehen. Und dieser Wahnsinn ist leider
zur Schande unseres Volkes, unserer Kultur in die ganze Welt, durch die ganze Welt gegangen. Ich glaube, der letzte Schafhirte irgendwo in Afghanistan, das mitbekommen hat, wundert sich und fragt sich, wie in dieses große Alemannia, das große, starke Deutschland von BMW, Mercedes und diesen großen Taten so etwas zulassen kann in seinem eigenen Land. Und wir haben mit ansehen müssen, wie unsere Politiker uns die Hände gebunden haben, wie wir Tag für Tag zusehen müssen, wie weit sie die Grenze zerstört haben, unsere eigenen Armlängen zu den Grenzen werden, wo die Gefahr uns bedroht. Und ich sage auch diesen Kommentar von Reker, wir wollen keine Armlänge Abstand, sondern wir wollen eine Mittelmeerlänge Abstand. Diesen Leuten ins Land geholt wurden. Und warum ich optimistisch bin für diese Aufgabe und Chance, die wir haben, aus dieser Krise jetzt eine Wende zu gestalten, möchte ich jetzt ganz kurz skizzieren. Es ist so, dass die wahre Basis für die Herrschaft einer Regierung, das ist nicht die Armee und auch nicht die Polizei, das ist nicht ihre Staatsgewalt, sondern das ist das Vertrauen, das das Volk in die Regierung hat, das Vertrauen, das das Volk in die Autorität der Regierung hat, dass sie irgendwie doch legitimiert ist, was irgendwie schon machen wird und trotz aller Skandale irgendwie das Ganze schon schaukeln wird, das Kind. Und dieses Vertrauen, das haben wir verloren. Und wir haben es dauerhaft verloren in diesem Saal, aber nicht nur im Saal, sondern in ganz Deutschland haben viele Deutsche das Vertrauen in die Regierung verloren. Wir wissen, Mutti Merkel, das ist eine Rabenmutter, sie kümmert sich nicht um uns und wir spüren, dass dieser Staat gegen das eigene Volk arbeitet, oder wie es Dorf und Waldstein gesagt hat, eine Art einen Staatsstreich von oben gegen die eigene Bevölkerung durchgezogen hat. Und das große und schlimmste Verbrechen unserer Geschichte, nämlich der große Austausch, das Projekt, in dem wir zum Mindern im eigenen Lande werden, uns darüber noch freuen sollen, das beglatschen sollen, zusehen sollen, wie Tag für Tag unsere Demokratie fragmentiert wird, ein Straßenzug nach dem anderen, die demokratischen Mehrverhältnisse kippen und wir zum Mindern im eigenen Land werden. Dieses epochale Verbrechen an den Völkern Europas wird jetzt offenkundig. Offensichtlich tritt auf und keiner kann es mehr leugnen. Und das ist eine Bewusstwerdung im Jahr 2015, die uns in eine Lage versetzt, die wir so noch nie hatten. Wer dahinter steckt hinter den ganzen Sachen? Wer dahinter steckt und wie wir konkret auf das Ganze reagieren können, das sind Fragen, die meiner Meinung nach im jetzigen Moment müßig sind. Jetzt geht es um die Frage, was können wir tun, wie können wir uns als Volk emanzipieren, wie können wir selber als Volk wieder die Souveränität in unserem Land in die eigenen Hände nehmen. Und rund um uns herum in Europa, überall finden konservative, patriotische Wenden statt. Und ganz Europa schüttelt den Kopf über Österreich und Deutschland, aber ich glaube, wir können hier ebenso jetzt auch eine Wende herbeiführen. Und wir haben im letzten Jahr 2015 in Österreich als IBÖ sehr viele Aktionen gesetzt gegen das Asylbahn. Wir haben beschlossen, das einfach nicht mehr hinzunehmen, einfach nicht mehr zuzuschauen. Und wie das begonnen hat, diese Massenansturm, die wir gefahren auf die A4, die Autobahn von Burgenland nach Wien, und haben dort mit einer Blockade von 10, 15 Autos ein Transparent die Autobahn blockiert. Ja, mehrere Stunden haben wir dort den Verkehr aufgehalten und haben diese ganzen Schlepper, Taxis und Busse gezeigt, und dem Volk auch in Österreich gezeigt, dass wenn wir wollen, wir die Grenzen blockieren können. Wir haben als Antwort, kennt jemand diese Initiative Flugthelfer.in? Merke entnervte Zustimmung im Saal. Genauso wütend war ich, als ich gemerkt habe, wie unser Staatsfernsehen diese Initiative beworben hat. Wir haben kurzerhand eine Gegeninitiative gegründet, nämlich Grenzhelfer.in, und haben die Österreicher im Sinne einer freiwilligen Feuerwehr und einer Bürgerinitiative aufgefordert, mit uns an die grüne Grenze zu fahren und dort einen Grenzzaun aufzubauen. Das haben wir gemacht, ein paar der Zäune stehen noch immer und ich habe gehört, es sind mittlerweile Sehenswürdigkeiten geworden der lokalen Bevölkerung und die Dorfjugend verteidigt sie ja, gegen alle Abtrittsversuche. Wir haben uns damit als Avantgarde betätigt in Österreich. Mittlerweile hat die Regierung selber einen verschämten Grenzzaun gebaut und Mikl Leitner, unsere Innenministerin, hat unseren Begriff, nämlich der Festung Europa, übernommen. Und wir haben genau das gemacht, was politische Aktivisten machen müssen in so einer Situation. Wir haben uns nicht zurückgelehnt und uns gefreut, sondern sofort nachgestiegen,
mit dem nächsten Begriff, nämlich mit der Remigration, die wir jetzt fördern, für diese Masseneinwanderung und für diese unkontrollierte Immigration nach Europa. Wir brauchen keine falschen utopischen Träume mehr von Integration. Dieses Gerede von Integration hat uns das Gemetzel im Bataclan gebracht, hat uns die Vorfälle auf der Domplatte in Köln gebracht. Wenn wir zum Minder im eigenen Land werden, wer wird sich dann wen integrieren? Wer kann sich in Deutschland integrieren in Kreuzberg? Wer integriert sich im 10. Bezirk in Wien? Solange diese Entwicklung weitergeht, kann es keine Integration geben und wir brauchen eine Remigration. Und das haben wir ganz klar gefordert. Und Stück für Stück setzen sich unsere Forderungen in Österreich langsam durch. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Und hier möchte ich auch zum Knackpunkt des ganzen Vortrags kommen. Wir merken jetzt in den Medien auf einmal so eine Art Backlash, der Begriff ist gefallen. Die versuchen jetzt auf einmal zum Teil Parolen aufzugreifen, Scheinreformen anzubieten. Und das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Das ist die Wegscheide, die wir haben. Entweder wir schaffen es in dieser Krise, in diesem tiefen psychologischen Vertrauensbruch, der nicht nur Merkel und die Regierung betrifft, sondern die gesamte Multikulti-Ideologie, eine echte Wende herbeizuführen, wie Orban in Ungarn, eine Wende, in der wir ein verfassungsmäßiges Recht auf den Erhalt unserer Identität erkämpfen, oder wir lassen den Punkt verstreichen und wir lassen zu, dass das Ganze wieder abgekämpft wird, wieder eingemeindet wird und das Ganze einfach langsam weiterläuft und sich Pegida, die Aktion der EB, im Nachhinein nur als ein letztes Zucken am Sterbebett entpuppen. Und das ist die Gefahr, vor der wir jetzt auch stehen, dass diese ganze Aufbruchsstimmung, diese ganze Kraft und Energie, die sich hochkocht, ergebnislos verpufft. Und das dürfen wir nicht zulassen. Hier sitzt 1%. Hier sitzt ein entscheidendes Prozent der deutschen Bevölkerung. Ich nehme an, die meisten von euch sind auch am Montag immer in Pegida unterwegs, oder? Mal Hände hoch. Wer ist jeden Montag dabei? Fast alle. Großartig, mal einen Applaus an euch, weil ihr habt es in Dresden begonnen, was uns Hoffnung gegeben hat, auch in Österreich, nämlich instinktmäßig schon vor diesem Refugees Welcome waren, dass das Volk massiv auf die Straße gehen wird, dass sich etwas ändert. Und ihr habt mit Dresden, mit diesen Demonstrationen, wir mit unserer Aktion in Österreich letztes Jahr eine Art Basislage geschafft. Und jetzt müssen wir im Zuge der Krise den entscheidenden Schritt hinauf auf den Gipfel schaffen. Das politische Lage in Deutschland, die gesamte Gesellschaft, bis in Familien hinein, ist so polarisiert und so gespalten wie noch nie. Es ist fast wie eine zweite deutsche Teilung, allerdings nicht geografisch, sondern ideologisch. Nur diesmal ist es so, dass die ganzen Leute sich in unser Lager flüchten, das Lager dagegen immer kleiner wird und die ideologische Mauer, die sie aufgebaut haben, auch immer löchriger und wir immer größer werden, immer mehr werden. Und jetzt gilt es, diese entscheidende Spannung aufrechtzuerhalten. Jetzt gilt es, den Überläufern die Hand zu reichen, es willkommen zu heißen, aber die Verantwortlichen, Merkel und Faymann, aber nicht nur sie, sondern auch die verantwortlichen Leute, Maas und die Leute in den Medien, Claudia Roth, die ganzen Symbolfiguren für Multikulti, denen lassen wir das nicht zu. Die dürfen sich nicht aus der Hintertür hinausstehlen, aus dem Wahnsinn, den sie angerichtet haben, sondern die wollen wir festnageln auf ihre eigenen Lügen. Wollen und werden sich festnageln auf ihre eigenen Lügen und an diese Multikulti-Lüge, mit der sie gemeinsam fallen sollen, in das Vergessen der Geschichte, nämlich das haben sie verdient. Ich möchte jetzt zum Ende dieses Vortrags kommen, ich auch dabei nebenbei mal bedanken für die großartige Geduld und Aufmerksamkeit im Saal, und das Wort ist Geschichte ist gefallen. Wenn wir uns hier umblicken im Saal, wir sehen überall, das ist Geschichte, und Dresden ist eine Stadt mit einer bedeutenden Geschichte, Deutschland hat eine lange Geschichte, und wir, wie wir hier sitzen, sind lebendige Geschichte. Wir sind lebendige Tradition, wir tragen in uns diese Kette, wir sind ein Glied von ihr, und wir bilden jetzt in diesem Moment die aktuelle deutsche, europäische Gegenwart. In diesem Moment und in uns und aus uns heraus muss sich die Kraft, die Kreativität und die Energie entwickeln, um etwas an der Lage zu ändern, denn es wird keine Enkel geben, die es besser ausfechten können. Wir sind die letzte Generation, die noch die demografische Mehrheit hat, um entscheidende Mengen auf die Straße zu bringen und etwas zu bewegen.
Und was Menschen in Bewegung bringt, was Menschen zur Tat treibt, das sind nicht Argumentationsketten, das sind auch weniger jetzt Zahlenansammlungen, sondern immer Emotionen und Gefühle. Und der Kubitschek hat angesprochen den Thymus, den Zorn. Und ich sage, wir müssen den Zorn in uns auch zulassen. Wir müssen den Zorn nicht nur von uns selbst zulassen, sondern einen geschichtlichen Zorn. Was würden unsere Vorfahren sagen, wenn sie sehen könnten, was in Köln passiert ist? Wir müssen diesen Zorn zulassen, wir müssen ihn kultivieren, aber wir dürfen ihn nicht in sinnlose Gewaltaktionen, sinnlose Eruptionen führen. Und ich möchte euch hier vor zwei Typen Menschen warnen, die euch bei verschiedenen politischen Veranstaltungen begegnen werden. Die Silberzungen und die Scharfmacher. Die Silberzungen wollen alles niederreden, die versuchen ständig mit irgendwelchen Abwägungen und an Appellationen, an Angst um Beruf, Familie und so weiter und so fort, die gesunde Wut niederzukämpfen. Und die Scharfmacher schreien und rufen dauernd nach Gewalt, nach einer verbalen Aufrüstung, und genau das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine friedliche, aber bewusste und konsequente Veränderung, weil nur so haben wir gesehen, wie in Ungarn und verschiedenen anderen Ländern ein Druck der Bevölkerung entstanden ist, dem sich die Mehrheit anschließen konnte. Ein Druck, der wie das Logo unserer Bewegung, das Lander, eine Spitze zu Spitzen vereint und durch eine breite Masse in das schwere Zentrum unserer politischen Gegner getrieben wird, und die sitzen heute leider in unseren Parlamenten. Und mir ist etwas aufgefallen, wenn ich mich vor dem Raum geschaut habe. Ich möchte jetzt hier mit einem kleinen Zitat enden. Ich habe vorher gefragt, was würden unsere Vorfahren sagen, wenn sie sehen könnten, was heute passiert. Und ich sehe hier ein herrliches Lied abgedruckt aus unserer Geschichte von Theodor Körner. Und da steht: Was soll das ewige Zaudern? Hier hilft nur rasche Tat, die kraftvoll ohne Schaudern das Schlangenhaupt zertrat. Schluss mit dem Zaudern, wir brauchen eine Kultur der Tat, wir brauchen Widerstand, wir brauchen Aktionen, und ich hoffe, dass jeder einzelne von euch in dieser entscheidenden Zeit ein Teil einer echten deutschen Wende wird. Die letzte Wende hat nicht das erreicht, was sie erreichen sollte, und jetzt können wir es wirklich erreichen. Wir können Multikulti beenden, eine Zukunft für uns und unsere Kinder kämpfen, und ich ende mit einem Zitat, das ich mir von einer Politikerin geklaut habe. Wenn man mich fragt, ob wir es schaffen können, eine Zukunft zu sichern, sage ich, ja, wir schaffen das. Guten Abend auch von mir. Ich stelle mich nochmal selbst vor. Ich bin eben Redakteurin der Sezession in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Wir sind aus Dresden übrigens dorthin gezogen. Wir wären auch gern noch länger in Dresden geblieben. Hier war aber der Wohnraum für unsere große Familie nicht so erschwinglich. Und so haben wir auf dem Plattenland in Schnellroda ein Rittergut erworben vor 15 Jahren und wohnen dort mit unseren Tieren und Kindern. In der Szene, wenn man das so pauschal... In der Szene, wenn man das so pauschal und undifferenziert sagen kann, bin ich seit meinem 18. Lebensjahr, also seit ich 17 bin, habe ich für die junge Freiheit geschrieben, 20 Jahre lang. Ja, ich bin Mutter von 6 Töchtern und einem Sohn. Und ja, nicht zuletzt deshalb muss einen das Menetekel Köln natürlich berühren. Dass es ein Menetekel ist, steht wohl außer Frage. Die Ereignisse muss ich Ihnen hier wohl nicht nochmal rekapitulieren. Wird ja überall in allen Büros, in Familien, auf der Straße, in allen Medien, wird es ja heiß diskutiert. Und ich sage, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, ja, Gott sei Dank hat es endlich mal gekracht. Endlich ist man an dem Tabu gerührt worden, was so lange nicht ausgesprochen werden konnte. Nämlich erstens, dass es Zustände sind, die es nicht erst seit September letzten Jahres gibt, auch nicht seit Jahren, sondern in westdeutschen Großstädten seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten geht es ähnlich ab, jetzt ist eine neue Dimension erreicht worden. Erstens das, und zweitens, dass man darüber reden darf, dass die Leute, die wir hier massenhaft ins Land geflutet bekommen, dass die eben andere Vorstellungen von Sittlichkeit haben. Das ist das eine, dass man sagen kann, endlich ist diese
ist diese Bombe einmal geplatzt. Ich habe aber dennoch Bedenken, ob es zu einer Tendenzwende kommt oder ob uns jetzt nicht gerade ein großer Rollback bevorsteht. Ich sehe einige Anzeichen dafür, dass es sich bei den Vorgängen um was wie eine gezielte Sprengung, ich weiß nicht, ob wir hier einen Sprengmeister dabei haben, ich habe gerade Jürgen Elsässer gefragt, ob er den richtigen Begriff kennt, wie man das nennt, wenn eine Bombe irgendwo ist, von der man weiß, die könnte explodieren, man kann sie nicht ausschalten, also muss man, ja, ich glaube, es heißt wohl gezielte Sprengung, eine kontrollierte Sprengung, eine Entschärfung vornehmen, indem man einmal die Blase steigen lässt, ruhig mit einem Donnern, das weithin zu hören ist, aber jetzt kommt eben die Gegenreaktion. Sie haben das ja längst miterlebt, wie heute mittlerweile schon über Köln geredet wird. Wir sollen ja nicht mehr über den Herkunftshintergrund der Täter reden. Es ist ja schon wieder mittlerweile verpönt, 3 Wochen danach. Ja, Köln ist überall und wie gesagt, seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht, Sie konnten schon vor 25 Jahren über die Frankfurter Konstablerwache gehen und Sie haben ganz ähnliche Zustände erlebt, ganz ähnlich. Und ich rede jetzt nur von öffentlichen Bereichen, ich rede nicht von Türkendiskos und von entlegenen Winkeln, in die sich sowieso kein vernünftiger Mensch wagen sollte, sondern von öffentlichen Bereichen wie eben Konstablerwache in Frankfurt oder nehmen Sie den Hauptbahnhof in Rom. Da war ich, den nenne ich jetzt nur, weil ich da zufällig in letzter Zeit 2-3 Mal war. Da geht es nicht anders zu als in Köln an Silvester, außer dass eben nicht Silvester ist und dass es vielleicht nicht 1000 Leute sind und keine Böller vorhanden sind. Aber da durchzugehen, ist in Spießruten laufen, sondergleichen. Oder sprechen Sie mit Frauen, die als Backpacker in Syrien unterwegs waren, in Marokko unterwegs waren, in Tunesien. Das sind alles keine Geheimnisse und das sind keine Sachen, die sich jetzt zuspitzen, jetzt irgendwie entladen. Das gibt es seit Jahrzehnten, es ist aber ein Tabu, darüber redet keiner. Deshalb wundert mich ein bisschen der große Hype. Als ich die ersten Nachrichten von Köln gehört habe, dachte ich, ja hoppla, was kocht da jetzt hoch? Wieso kocht das jetzt hoch? Der zweite Punkt, der mich gewundert hat, und das ist eine Mutmaßung, die ich einfach nur in den Raum stellen will, ohne dass ich... Nee, keine Mutmaßung, das ist eine Frage. Ich habe nämlich keine spezielle Mutmaßung als Antwort darauf. Warum haben wir keine Bilder von Köln? Wir wissen doch, wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann hat das jemand aufgenommen und stellt es ins Netz. Und selbst wenn es einen bewaffneten Überfall gibt auf einen Disco-Club, wo es Tote gibt, 4, 5, 6 Leute haben den wahnsinnigen Mut oder die Tollkühnheit, das noch zu filmen und im Netz zu stellen. Und in Köln schien das ja eine Sachlage gewesen zu sein, die eben nicht ein Tumult und ein Getümmel von 5 Minuten war. Es muss über Stunden gegangen sein. Wir haben kein Bild, wir haben keine Videoaufnahme, wir haben ein einziges Bild oder eine Filmsequenz von diesen maghrebinischen und arabischen Jugendlichen, die mit Böllern auf den Dom gehen. Für mich stimmt da was nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Es gibt wie viel? 850 Anzeigen mit Datum heute. Am Anfang waren es, in den ersten paar Tagen waren es ein paar Dutzend. Ich wundere mich. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, dass da irgendwas zu einer kontrollierten Sprengung gebracht werden soll, um es dann erstens die Auswüchse, die jetzt hochkochen, abzurasieren und zweitens auszuholen zu einem Gegenschlag, zu einer Gegenbewegung. Das eine ist das, was habe ich übrigens im neuen Heft gelesen, dass der NRW-Innenminister wohl gesagt hat, das ist nur sinnbildlich für viele ähnlich lautende Formulierungen. Was jetzt in Chats und Foren geäußert wird, ist mindestens genauso widerlich wie die Vorgänge, die in Köln auf der Domplatte stattgefunden haben. Das sagt sehr viel. Es kommt mir so vor, als ob durch diese inszenierte, kontrollierte Sprengung
rausgeholt werden soll, was noch nicht von dieser zart schmelzenden Kruste der Willkommenskultur überzogen ist, und um einmal gründlich abgesäbelt zu werden. Der andere Punkt ist, dass ja in Köln zu allergrößten Teil Frauen betroffen waren. Bedeutet ein klarer Fall für unsere Frauenrechtlerinnen. Und Sie kennen sicherlich den Hashtag ausnahmslos. Hashtag, das wissen Sie, das sind diese Twitter-Überschriften, die mit so einem Erhöhungszeichen aus der Notenlehre versehen werden als Großüberschrift. Ausnahmslos, der Hashtag wurde initiiert von Annelie Zorek, die damals schon gegen den Komplimente-Tölpel Rainer Brüderle Aufschrei initiiert hatte und eine Debatte lostreten wollte, dass alle Männer doch Sexisten sind und dass wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Ausnahmslos greift es jetzt, der Hashtag ausnahmslos greift es jetzt mit Blick auf Köln auf und sagt dazu, lasst uns nicht von Hautfarben reden und von Ethnien. Es spielt überhaupt keine Rolle. Was auf dem Oktoberfest abgeht, ist genau dasselbe im Prinzip, nur darüber redet ja keiner. Jetzt wird über Köln geredet, weil unsere Populistinnen ihr eigenes Süppchen daraus kochen wollen. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass die feministische Lobby so stark ist, dass sie das als ganz große Suppe kochen wird. Manuela Schwesig hat den Aufruf von ausnahmslos bereits unterzeichnet, unsere Bundesfamilienministerin. Geht es darum, von der Hautfarbe, von der Ethnie, von der Herkunft der Männer abzusehen und verschiedene Forderungen ins Land zu tragen. Zum Beispiel, dass die gendersensible Pädagogik verstärkt an Schulen unterrichtet werden soll. Und was dergleichen mehr noch ist, dass immer nur Staatstöpfe neue steuerfinanzierte Umerziehungsmodelle betrifft. Mehr Beratungsstellen für durch Angrapschen und anzügliche Bemerkungen traumatisierte Frauen. In die Richtung geht es. Und es wird vollkommen abgelenkt von der eigentlichen Dimension des Vorfalls, von der Hautfarbe. Ganz im Gegenteil, das wird mit schwerstem Tabu wieder bewährt. Und wenn ich mir die Nachrichten, also die Staatsfunk-Nachrichten, wir haben gerade Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Kultur gehört auf der Hinfahrt, es ist Agitationspropaganda pur. Es ist schon längst nicht mal die Rede davon, was zu tun ist mit diesen Invasoren, die andere Vorstellungen vom Umgang zwischen Männern und Frauen haben. Davon ist keine Rede mehr. Die Rede ist davon, gegen rechts zu kämpfen, gegen alle, die die Situation instrumentalisieren wollen. Was schon an sich ein perfider Ausdruck ist. Man sieht etwas, man benennt es, man beschreibt es ganz klar, weil es keinen Zweifel gibt, man hat gesehen, wer es war, wen es betroffen hat, und dann reden sie von Instrumentalisierung. Das ist schon ja, eine grobe Schweinerei, und ich glaube, dass dahin der Zug geht. Ist übrigens nicht so, dass es die linksektiererischen Grüppchen sind wie Taz und Freitag, die jetzt diesen Zug fahren. Auch in der FAZ gab es vorgestern ein langes Interview mit einer Frauenrechtlerin, die da sagt, sexualisierte Gewalt ist für Frauen überall allgegenwärtig, unabhängig vom religiösen, kulturellen, geografischen Hintergrund, wie auch vom sozialen Stand der Opfer wie der Täter. Sexualisierte Gewalt ist ein Hauptsymptom für die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Also es wird aus den Vorfällen von Silvester ein Phänomen gemacht, was sozusagen menschheitsgeschichtlich auch im Abendland doch schon immer schwelt und was man nur nicht sehen wollte und was nun zum Ausdruck gekommen sei. Sexualisierte Gewalt, sagt diese Frauenforscherin wohlgemerkt, in dem bürgerlichen Blatt FAZ, gibt es auch in Deutschland. Kennen Sie etwa eine Frau, die im Kölner Karneval noch keine Übergriffe erlebt hat? Und die mehr wird uns ja heute immer wieder erzählt.
In der FAZ stand allerdings vor Tagen wohl auch ein Artikel, wo gegengerechnet wurde, dass 6 Millionen Besucher des Oktoberfestes, was ja auch immer wieder herangezogen wird als Ort der sexualisierten Gewalt, die eben dort durch Deutsche verübt würde. Oktoberfest letzten Jahres, 6 Millionen Besucher. Es gab 20 Anzeigen wegen sexueller Nötigung und Schlimmerem. Und in Köln hatten wir wohl 1000 Männer und 850 Anzeigen. Es sind dann doch gewaltige Unterschiede, die aber anscheinend leichterhand vom Tisch gewischt werden können. Das beweist doch nur, dass die Dunkelziffer beim Oktoberfest viel größer ist. Außerdem stand ja Dunkelziffer sollten Sie nicht sagen. Interessant war auch der Beitrag von Frauenrechtlerin im Berliner Tagesspiegel, der gesagt hat, dass ja viele der Anzeigen von den Frauen in Köln sicherlich nur aus politischen Gründen sind. Ja, das sind die PopulistInnen, die ihr Süppchen daraus kochen. Und selbst Adi Schwarzer, von der man sagen muss, dass sie wirklich seit mindestens einem Jahrzehnt nicht müde wird, vor der Gefahr zu warnen, die wir uns aus den Ländern, in denen der Islam herrscht, welche Gefahr da droht, indem wir uns die Männer hier reinholen. Selbst die ist jetzt eingeknickt. Selbst dort sehe ich diesen Rollback. Hier war echt die Speerspitze. Da haben nicht viele gewusst, weil man immer dachte, naja, Feminismus ist eine linke Geschichte. Nee, die hat schon immer lautstark gewarnt. Aber selbst dort sehe ich jetzt ein Einknicken. Ich sehe Syrer mit Blümchen, ich sehe Syrer mit schönen kalligraphisch gestalteten Pappschildern, in denen sie sich bei den deutschen Frauen für ihre bösen Landsleute entschuldigen. Ich sehe Berichte über Ausländer, die den Frauen dort aus dem Mob geholfen hätten. Also das ist ein ganz großer Versuch, jetzt eine Zuckerschicht drüber zu ziehen und die Sache einfach mit völlig anderen Maschen aufzuziehen. Was ich beobachtet habe, auch schon seit ungefähr 5 Jahren, ist, dass man die Debatte über Date-Rapes oder Campus-Rapes, das sind Rendezvous-Vergewaltigungen, die versuchen gerade diese feministischen Blätter, und man muss sagen, dass die feministische Lobby ihre Fühler ja auch in die bürgerlichen Blätter ausstreckt, dass das immer wieder versucht wird, auf die Agenda zu heben, und zwar ganz vehement. Es gibt EU-Studien, die immer wieder hochkochen. Sie haben es noch nicht geschafft, auf den Gipfel zu kommen, die besagen, dass jede zweite Frau, jede zweite Studentin in Deutschland sexuell belästigt wurde. Die Emma ruft alle Jahre wieder dazu auf, deutsche Studentin, sagt uns, wie ihr belästigt werdet an der Uni, schreibt uns eure Erfahrungen, weil diese Geschichte in den USA wahnsinnig erfolgreich ist. Ihr heißt dort Date Rape oder Campus Rape und ist eine ganz große Geschichte. Date Rape oder Campus Rape ist so definiert, es ist eine Vergewaltigung bzw. ein sexueller Übergriff, der eben nicht durch Fremde geschieht, sondern aus dem sozialen Nahfeld passiert. Ungefähr so, Studentin geht auf eine Party, trinkt was, fängt an mit einem zu schmusen, dann geht es weiter und am nächsten Abend erinnert sie sich, dass sie das so nicht wollte. Und der Tatbestand des Date Rapes ist dann gegeben, wenn ein leidenschaftlicher Zungenkuss den Mann ermächtigt hat zu denken, er könnte mehr fordern. Date Rape liegt dann vor, wenn die Frau angetrunken war. Zwar eingewilligt hat, aber ja aufgrund ihrer Angetrunkenheit, die vielleicht selbst hervorgerufen war, nicht in der Lage war, nüchtern zu entscheiden. Date Rape liegt auch dann vor, wenn der Mann nur psychologisch gefordert hat oder die Frau unter Druck gesetzt hat, mit ihm intim zu werden. Date Rape liegt dann auch vor, wenn es einen consensual intimen Akt gab, also mit gemeinsamem Einverständnis, aber es dann im Rahmen dieses Akts zu einer Handlung kam, die nicht vorher ausgehandelt und mit klarem Ja bestätigt wurde. Ja, das können Sie lachhaft finden, aber
diese Matratzen-Ikone, Emma Sulkovic, die ist eine richtige, ja, eine Date-Rape-Ikone geworden in den letzten 2 Jahren in Amerika. Das ist diese Frau, die Opfer eines Campus-Rapes wurde. Das hat in ihrem Fall bedeutet, dass einer ihrer Freunde, mit dem sie mehrere Male konsensual verkehrt hat, bei einem dritten Mal eine Handlung vornehmen wollte, die so nicht abgestimmt war, verbal nicht eindeutig mit Ja beantwortet wurde. Und der Typ wurde der Vergewaltigung angeklagt, wurde zwar freigesprochen, die Frau fühlte sich hernach als Opfer und begann mit ihrer Matratze über den Campus zu marschieren. Was dazu führte, dass irgendwann nicht nur Emma Sulkovic mit der Matratze, das hat sich natürlich viral verbreitet, sie hat daraus eine Performance gemacht, dass irgendwann nicht nur Emma, sondern viele Freundinnen, Dutzende, am Ende Hunderte junger Studentinnen, nicht nur in New York, sondern auch an anderen amerikanischen Unis mit ihren Matratzen an den Uni-Eingängen posierten und sagten, carry my weight, trage mein Gewicht, meine Last mit. Sexuelle Gewalt ist überall. Und ich spüre ganz stark seit Jahren immer wieder diesen Versuch, das auf die Agenda zu heben. Der Mann an sich ist gewalttätig. Frauen lernt no means no, nein bedeutet nein. Und meiner Meinung nach läuft es ganz stark im Moment in der Diskussion darauf hin, dass aus dieser Debatte, die jetzt als rassistisch gebrandmarkt wird, eine Antisexismus-Debatte wird. Habt ihr bitte einen Mustervertrag für uns? Alles individuell. Ich will dazu einmal auf meine Lieblingsfeministin hinweisen. Die heißt Camille Paglia, ist in Amerika bekannt wie ein bunter Hund, meldet sich dort in allen möglichen Zeitungen und Fernsehsendungen zu Wort. Eine großartige Frau. Ist wird einerseits als Feministin, radikale Feministin tituliert, andererseits auch als Antifeministin. Sie ist der akademische Bullterrier und rühmt sich, die größte, umfänglichste Monographie geschrieben zu haben, die eine Frau jemals zu Papier gebracht hat, ein 1200 Seitenstück. Sexualpersone heißt es. Es ist eine Geschichte der Sexualität des Abendlandes. Kultur, das ist ihre zentrale These, entstehe im Wesentlichen durch die Domestizierung von Sexualität. Sie sagt, der Unterschied zwischen Mann und Frau sei ein grundsätzlicher und ewiger. Sexualität markiere durch alle Zeiten hindurch die heikle Schnittstelle zwischen Natur und Kultur. Kunst, Transzendenz, Klarheit, Ordnung, Struktur und Erfindungsgabe können nur dort entstehen, wo der sexuelle Trieb, bestehend aus weiblicher Verlockung und männlichen Penetrationswillen, sieht sie beides als hinzugegeben, domestiziert wird, will heißen, in geordnete Bahnen überführt wird, in Monogamie. Es ist nun offenkundig so, dass in manchen Ländern dieser Erde die Domestizierung der Sexualität bislang nicht auf abendländischem Niveau stattgefunden hat. Paglia selbst, sie ist mittlerweile 70, oder über 70, sie ist Lesbierin, schreibt, dass sie in ihrer heißblütigen Heimat Italien, sei es noch vor kurzem üblich gewesen, dass die Väter und Brüder die Frauen beschützten. Sie sagt, vor nicht langer Zeit war es bei uns üblich, einen Vergewaltiger oder Belästiger zu erdolchen, zu kastrieren und zum Trocknen aufzuhängen. Aber alte Sitten und ländliche Gesellschaften sind heute aufgelöst. In unseren Großstädten, an den Universitäten, weit weg von zu Hause, sind Frauen schutzlos und verletzlich. Der Feminismus bereitet sie auf diese Situation nicht vor. Er predigt ihnen ständig, die Geschlechter seien gleich. Er erzählt den Frauen, sie könnten tun, was sie wollten, könnten überall hingehen, könnten alles sagen, könnten sich anziehen und benehmen, wie es ihnen passe. Nein, das können sie nicht. Und ich will abschließend ergänzen, das können sie erst recht nicht, wenn die Domestizierung der Männer, ich meine der einheimischen Männer, unter ein Niveau fällt, das ja bereits die Kategorie Mann negiert, so sind ja unsere Gender
Feministinnen, die eben auch diesen Ausnahmslos-Aufruf initiiert haben und betreiben. Fest steht, dass sich der arabische und der nordafrikanische Mann, nicht der Einzelne, so grob will ich ja nicht pauschalisieren, aber doch im Schnitt, der wird sich nicht so leicht in diese Gefühlsschlingen begeben und sich ans Halsband legen lassen, wird diesen Schlingen geschickter aus dem Weg gehen. Und zweitens, wenn ich höre, höre ich aus meinem eigenen Verwandtenkreis, naja, 2 Millionen Flüchtlinge werden es dann vielleicht sein nächsten Sommer. Was ist das schon bei einem 80, 82 Millionen Volk? Es fällt doch nicht ins Gewicht. Aber die Rechnung, die Gegenrechnung oder die konkretere, präzisere Rechnung, die wir aufmachen müssen, ist ja die, dass von den 80, von den Flüchtlingen, die jetzt hierher fluten, und es werden bis zum Frühling 2016 wahrscheinlich 1,6 Millionen sein, sind nach wie vor 80% Männer. Und es sind Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Und jetzt soll man einmal gegenrechnen, wie viele Männer zwischen 18 und 35 Jahren autochthone deutsche Männer denen gegenüberstehen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht rausgefunden, die genaue Zahl. Es ist ganz schwierig. Denn ja, ich habe die Zahl 5 auch gelesen, aber ich konnte sie nicht verifizieren. Denn wenn Yusuf in Duisburg seine 5 Söhne hat oder Ali in Mannheim, dann sind die unter Umständen mit deutscher Staatsbürgerschaft und fallen aus dieser Statistik raus. Und wir wissen nicht, ob die Söhne von Yusuf und Ali, obgleich sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die abendländische Sexualsittlichkeit bereits internalisiert haben. Und das dürfte doch wohl eine Bombe sein, die nicht so leicht entschärft werden kann. Das Plastik trifft sie auch. Bitte? Das ja. Dankeschön. Ja, mein Name ist Fritz Kubitschek. Ich mache es kurz. Meine Frau ist, die öfters mit ihr sprechen, hat fast alles vorweggenommen, was ich auch ausführen wollte, oder Teil davon zumindest. Also Reaktion auf Köln ist die Lage verändert seither, ist das Thema. Mich machen die Reaktionen auf Köln nicht optimistischer als das, was wir bisher so erleben konnten. Ich denke auch nicht, dass Köln derzeit sozusagen wie von alleine Protestpotenzial, Widerstandspotenzial, Verteidigungsfähigkeit in unsere Richtung rutschen lässt. Die Chance ist da, aber ich glaube nicht, dass das von alleine geschieht. Köln ist aus meiner Sicht der Beginn einer riesigen Arbeitsaufgabe, die wir haben. Ich will das an ein paar Punkten verdeutlichen. Das erste ist, also was mich sehr erschreckt, ist, dass es in Köln und unmittelbar danach keine direkte Antwort der Deutschen auf diesen massenhaften Übergriff gegeben hat. Das heißt also, dass ich sehr skeptisch auf die Wehr- und Verteidigungsbereitschaft dieses Volkes blicke. Sie müssen sich einmal vorstellen, was passiert wäre, wenn meinethalben bei einem Spiel, keine Ahnung, München gegen Galatasaray in Istanbul, es danach zu einer Zusammenrottung deutscher Fans gekommen wäre und ein paar Türkinnen oder so im Zentrum Istanbuls belästigt worden wären an einem Bahnhof. Ich glaube nicht, dass das ohne sehr, sehr viele blutige Nasen oder vielleicht sogar dem einen oder anderen wirklich halb totgeschlagenen deutschen Fußballfan abgegangen wäre in einem dieser vielleicht doch mit einer anderen Testosteronspannung aufgeladenen Länder. Das ist das eine, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das zweite ist, dass es also bei den Deutschen, und zwar bis hinunter in die letztlich wehrhaften, verteidigungsbereiten Alterskohorten, also der jüngeren Männer, weiterhin ein sich verlassen auf staatliche Ordnungskräfte gibt. Das heißt also, dass das Gewaltmonopol, das wir ja in
der Tradition einer sehr, sehr langen Zivilisierungsgeschichte abgegeben haben an den Staat. Und zwar das Gewaltmonopol nach außen, vor allem aber das Gewaltmonopol nach innen, das ja die Selbstjustiz verbietet und letztlich immer dem uns nahelegt, eine staatliche Stelle anzurufen, die dann eben für die Ordnung zuständig ist und diese Ordnung auch im Sinne unseres Rechtsstaats, unserer auf uns zugeschnittenen Rechtsordnung wiederherzustellen hat, dass wir uns also darauf verlassen. Und dieses Gewaltmonopol ist auch in dieser jetzt verheerenden Situation und nach der Kölner Situation, die eben trotz massiver Polizeipräsenz gezeigt hat, dass diese Polizei entweder nicht willens oder nicht in der Lage war, oder aus irgendeiner Anweisung heraus dieses Gewaltmonopol nicht durchgesetzt hat, dass wir es dennoch sozusagen nicht spontan ergreifen und sagen, hier ist eine Art Gewaltnotstand, Sicherheitsnotstand eingetreten und wir müssen selber aktiv werden. Das heißt also, das Gewaltmonopol, diese eigentlich gesunde Reaktion, ist abgegeben wie der Mantel an einer Garderobe. Erst vor einigen Wochen las ich davon, dass also ein neuer philosophischer Fachbegriff eigentlich, der in die Debatte da eingespeist werden kann, sehr, sehr interessant. Der stellvertretende AfD-Vorsitzende in Baden-Württemberg, ein Philosophiedozent, eben gesagt hat, dass er dies Ganze mit der sogenannten Thymos-Spannung erklärt, die den Deutschen fehle. Das ist ein Fachbegriff aus der griechischen Philosophie, der eben sagt, es gibt drei Grundkräfte, Grundseelenfakultäten im Menschen. Das eine ist der Eros, also das heißt die Lust. Das zweite ist der Logos, die Vernunft. Und das dritte ist der Thymos, der Zorn, die Wut, die Empörung. Und die Deutschen litten eben ganz stark an einer abgeflachten, abgefallenen, entspannten Thymos-Spannung. Die sind letztlich wie ein nicht gespannter Bogen, wie eine verrostete Waffe, wie eine nicht geladene Waffe. Ja? Und er hat beispielsweise mit dieser Erklärungsfigur seinen stark angegriffenen Parteifreund Björn Höcke verteidigt und gesagt, ganz egal, ob der Mann sich manchmal geschickter oder ungeschickter äußert, er ist mit seinen Demonstrationen in Erfurt, in Magdeburg, egal wo er ist, ähnlich wie Pegida, einer derjenigen, der diese Zorn- und Wutspannung in diesem Volk auflädt. Und das ist ein positiver Aspekt an sich und ich glaube auch, Jürgen, dass das als Ergebnis auch eine der Grundforderungen, der Grundthesen sein muss, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen dafür, wenn wir, egal auf welche Art, diese Wutspannung erhöhen. Also das heißt eigentlich sogar der Harmonie, nach der wir alle immer streben und sagen, das ist unser Volk und wir wollen doch in Ruhe und Frieden und Harmonie hier leben, Skat spielen, unseren Feierabend genießen und so weiter und so fort. Nein, dass dieser Riss im Volk eigentlich noch vertieft werden muss. Ich habe vor einem Jahr auch anders geredet. Gerade hier in Dresden eben über diesen Riss gesprochen, wie schmerzhaft es ist, dass wir hier letztlich ja nicht Ausländern gegenüberstehen, die uns blockieren oder in Leipzig ganz schlimm, ja? Sondern dass das ja unsere eigenen Leute sind, die das tun. Also ich habe da relativ wenig türkische Blockaden gesehen, um nicht zu sagen, keine einzige. Ja? Aber ganz klar ist mir mittlerweile, dieser Riss muss vertieft werden, die Sache darf nicht zugekleistert werden, diese Sache muss in irgendeiner Weise ausgekämpft und ausgebrannt werden. Ja, und jetzt ist eben die Frage, wer am Ende als Sieger vom Felde geht, aber jetzt wieder so eine Art Pseudo-Harmonie herzustellen, das hat einfach keinen Sinn mehr. Das ist dann eben dieser skeptische Blick auf Köln oder die Wochen danach jetzt.
Wie war die Reaktion unsererseits? Die Debatte wird weiterhin von denen bestimmt, die das Chaos angerichtet haben. Das ist, muss man sich immer klar machen. Also, dass die Kanäle immer noch denjenigen gehören, die vor 5 Monaten auf Bahnsteigen standen und vom schönsten Tag ihres Lebens gefaselt haben. Und weil da 200 Leute aus dem Zug gestiegen sind, die sie gar nicht kennen und die auch nicht zu ihrer Familie gehören, von denen sie sich aber in irgendeiner Weise eine Hebung des eigenen Lebens erhofft haben oder erhoffen wollten. So, und dieselben Leute dürfen jetzt eben sagen, wir sind schockiert und das Ganze, so wie es meine Frau ja ausgeführt hat, eben in ihre Richtung wiederum abbiegen. Und da ist also den Worten auch von Ellen Kosica nichts hinzuzufügen. Das ist eine letztlich kontrollierte Sprengung einer Bombe, die die Leute selber gelegt haben. Was dann kam, war eben eine vorprogrammierte, teils ungeschickte, teils offen schädliche Gegendemonstration. Ich kann das nicht anders sagen. Diese Demonstration in Köln, das hat denjenigen, die das ausschlachten können, und wir müssen uns sicher sein, dass die das wirklich können, solche Dinge ausschlachten, hat es ihnen wieder den hässlichen, den rassistischen, den nun endlich auftrumpfenden deutschen Ausländerfeind gezeigt in seiner ganzen Schönheit. Ja? Und das ist natürlich sind verheerende Bilder. Also wenn das sozusagen die einzige in den Massenmedien transportierte Gegenreaktion eines Widerstandslagers ist, das natürlich weit mehr zu bieten hat als einige Fratzen. Ja? Aber die Fratzen sind eben garantiert diejenigen, die im Fernsehen dann auch gezeigt werden. Köln ist ein Bild. Köln ist ein Begriff, ist ein Narrativ, wie man auch sagt. Und dieses Bild, dieses Narrativ, dieser letztlich Wendepunkt, der darf uns nicht verloren gehen. Das ist die größte Gefahr, die ich im Moment sehe, dass wir nicht diejenigen sind, die die Erzählung über diesen Tag prägen. Ganz egal, ob der jetzt eine gezielte Sprengung oder tatsächlich der erste Ausbruch einer Frühlingsstimmung von 2 Millionen aufgeladenen jungen Männern war, die wir dann demnächst im Lande haben oder so. Die Erzählung, die Deutungshoheit über dieses Bild darf uns nicht verloren gehen. Und unsere Aufgabe ist es schon, darüber nachzudenken, wie wir rascher reagieren können, wie wir intelligenter, weniger vorhersehbar und weniger berechenbar reagieren können auf solche Vorfälle. Und ist über die sogenannte Außendarstellung unseres Milieus, unseres Lagers, unseres Widerstandspools auf eine andere Art nachzudenken. Das ist schon unsere Zeit, diese Zeit. Also ich bin mir da ganz sicher, diese amorphe Menge, die wie von alleine in unsere Richtung schwappt und sickert, ja, also 10%, 15%, 30% der Leute, 60%, die das nicht mehr akzeptieren wollen, was an Ausländerpolitik betrieben wird in unserem Land oder an Einwanderungs- oder Asylpolitik. Das ist ja eine riesige, amorphe, nicht strukturierte Masse Mensch, die im Inneren spürt, dass es irgendeinen Ausweg geben müsste und die diesen Ausweg eben auf irgendeine Art und Weise noch nicht so finden, wie wir uns das vorstellen. Und diese amorphe Menge muss strukturiert werden, die muss gebündelt werden, die muss in die richtige Richtung abfließen. Das heißt also, sie muss politisch wirksam gemacht werden. Und dieses politische Wirksammachen, das ist eben, das muss ich sagen, am Ende eine Aufgabe für Profis, die eben wirklich wissen, was hindert diese Leute, die diese Alltagserfahrung machen, die alle sehr, sehr viel wissen über die Katastrophe, die unserem Land nicht nur droht, sondern unser Land längst ergriffen hat. Was hindert sie denn eigentlich daran, auf unsere Seite rüberzukommen? Und da gibt es eben noch emotionale und auch Denkblockaden, emotionale Blockaden, weil es natürlich fast nichts gibt, was schlimmer besetzt und negativer und hässlicher besetzt ist, als der Deutsche, der er selbst bleiben will. Ja? Er ist verknüpft mit dem Rassismus, er ist verknüpft mit historischer Schuld, er ist verknüpft mit mangelnder Weltoffenheit, mangelnder Nächstenliebe, mangelnder Fürsorge für arme Menschen, die hierher kommen und so weiter. Er ist also eine unglaublich hässliche männliche Fratze. Und das ist eine Blockade, die man eben nicht mit
Gewalt lösen kann, sondern vielleicht auf eine feinere, auf eine wie soll ich es denn sagen, geschmeidigere Art lösen muss. Ja? Wie das genau funktioniert und wie das gemacht werden kann, ist, glaube ich, wirklich die Aufgabe für Leute, die vielleicht auch auf eine andere Art anders gestrickt sind als wir, weil wir eben doch diejenigen sind, die ihr Leben lang einen sehr harten Kampf gegen die öffentliche Meinung geführt haben, und man wird dadurch, sage ich mal, weniger geschmeidig so als Typ. Ja. Aber vermutlich gibt es die, die das können. Ja. Und ich glaube, dass das auch zu unseren Aufgaben gehört, danach zu suchen, wo sozusagen das sympathische Gesicht einer konservativen Widerstandsbewegung wäre. Also nichts anderes ist unsere Arbeit, das Amorphe strukturieren und diese Stunde endlich nutzen. Man mit einem spannungsschwachen, wut- und zornschwachen Volk nicht alles machen kann, dass man es eben nicht auf die Barrikaden rufen kann und nicht dazu zwingen kann, auf der Straße aufzuräumen und wirklich dafür zu sorgen, dass es wieder Herr im eigenen Hause ist, ist uns auch klar, und ich finde auch, dass wir das sehr, sehr, sehr ernst nehmen müssen, dass wir ein letztlich unmännliches Volk sind mittlerweile, also einfach ein Volk, dem man schon die Männlichkeit auch ausgetrieben hat, und zwar sehr gründlich ausgetrieben hat. Und ich finde diese Bestandsaufnahme nicht beklatschenswert, ja, aber man muss das, wenn man politisch denkt, wirklich auch im Blick haben. Man kann mit Sicherheit ein bisschen was von dieser Männlichkeit zurückgewinnen, aber es ist ganz klar, dass es auch diesem Volk dann angemessene andere Wege gibt, und vielleicht haben wir dann nachher Zeit, wenn wir über das 1%-Projekt sprechen, auch mal über ein oder zwei Maßnahmen zu sprechen, sie vorzustellen, die diesem eher nicht mehr so männlichen, nicht mehr so zornesgeladenen Volk vielleicht dann doch besser auf den Leib geschneidert sind als sowas wie offene Gegenwehr. Ja, ich sehe die Lage ähnlich optimistisch wie Martin Zellner. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, und ich glaube, dass die Kölner Ereignisse genau dafür sprechen. Ich teile nicht die These L von der kontrollierten Sprechen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Taktik des Regimes war, Köln zu verschweigen. Die haben versucht, obwohl die Lokalpresse darüber berichtet hat von Anfang an, haben die versucht, in den überregionalen Zeitungen das zu deckeln. 4 Tage lang haben die das gedeckelt. Und die Reker und der Polizeipräsident von Köln stellen sich hin und sagen, Asylantenbeteiligung? Nö, wir wissen von nichts. Ja? Und diese Lüge, diese Verschweigungstaktik ist nur aufgeflogen, weil immer mehr Frauen Anzeigen gestellt haben. Das heißt, das Anzeigenstellen, das hat die Schweigespirale durchbrochen, und das Anzeigenstellen ist für mich schon das Zeichen davon, dass was in Gange kommt. Also die Leute haben sich das nicht mehr gefallen lassen, sondern haben, was sie noch nie vorher gemacht haben. Die Leute haben ja gesagt, bringt nichts, wenn ich zur Polizei gehe, die macht eh nichts. Aber jetzt kam plötzlich eine Stimmung auf, dass die Leute gesagt haben, ja, es lohnt sich, ich muss zur Polizei gehen. Und so kamen dann 60, 100, 200, 600, 800 Anzeigen, und dann konnte die Presse es nicht mehr verschweigen. Und ein wichtiger Punkt war auch, dass an einer bestimmten Stelle der Anzeigenflut auch in den unteren Rängen der Polizei rebelliert worden ist. Und dann Dokumente, Polizeiprotokolle durchgestochen worden sind an die Presse, die die Lügen von der Rekers und von der Polizeiführung widerlegt haben. Da konnte man dann wirklich schwarz auf weiß lesen, die Mehrheit waren eben Nordafrikaner bzw. Araber. Und da konnte man den schönen Satz lesen in dem Polizeiprotokoll, dass einer von den Typen gesagt hat, ich bin Syrer, ihr könnt mir gar nichts, die Frau Merkel hat mich eingeladen. Und dann war eben Polen offen für die Diskussion. Und da sage ich mit Seehofer, den Stöpsel kriegen die nicht mehr auf die Flasche. Und ich freue mich, Ellen, ich freue mich über jeden Tag,
wo die in der Presse versuchen, das wieder anders umzudrehen, weil umso größer wird ihre Blamage sein. Genau. Wenn die jetzt wieder anfangen, wenn die jetzt wieder anfangen zu sagen, das ist ja wieder auf dem Oktoberfest, wo jeder normale Mensch weiß, Oktoberfest 6 Millionen, du hast es gesagt, Köln 1000, Oktoberfest wurden im letzten Jahr eine versuchte Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt. Eine! Ja, zwei Italiener haben einen Jungen vergewaltigt, einen Deutschen. Das spürt jeder, dass jetzt diese Sorte Feministinnen, sind ja nicht alle, die alles ist nicht so, aber diese Jungfeministinnen, diese Postfeministinnen, die sind natürlich so. Die sollen doch ruhig schreiben. Die blamieren sich umso mehr, weil das Volk fühlt, das ist nicht so. Und wir haben ja die Anzeigen in vielen anderen Städten. Und wenn es eine kontrollierte Sprengung war, dann ist das die Art von kontrollierter Sprengung, wo der Sprengmeister selber am Schluss Exitus hat. Weil ihre Propagandalinie, die geht nicht mehr auf. Die einen versuchen zurückzurudern und blamieren sich. Und die anderen machen das, was die Leipziger Volkszeitung diese Woche gemacht hat. Die Leipziger Volkszeitung, muss man dazu sagen, ist eines der stärksten Lügenpresseorgane. Was die schon alles gegen Legida geschrieben haben, also geht auf keine Kuhhaut, ja. Okay, und selbst die Leipziger Volkszeitung macht die Woche mit der Schlagzeile auf: Äger in Leipziger Schwimmbädern Frauen von Flüchtlingen belästigt. Was? Unglaublich eigentlich. Ja, und dann heißt es: Aus den Schwimmbädern wurde berichtet, dass die Männer gezielt die Frauenduschen betreten und die körperliche Nähe zu weiblichen Badegästen gesucht haben. Die jungen Männer waren nach LVZ-Informationen vorwiegend arabischer und nordafrikanischer Herkunft. Sowas hätten die nie gesagt, um Gottes Willen die Herkunft erwähnen. Aber jetzt in der Situation sind sie dazu gezwungen, weil sonst verlieren sie noch alle Leser. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Die Bild-Zeitung. Hallo? Das Flaggschiff der Lügenpresse. Bringt die Woche in der Lokalausgabe, ich weiß nicht, Lokalausgabe Dresden wird es nicht sein, ein Bericht aus Zwickau. Und zwar vom Leiter des Ordnungsamtes. Wo in diesem Bericht des Ordnungsamtsleiters aus Zwickau drinsteht, über die Zustände in örtlichen Badeeinrichtungen. Ein Asylant hat im Whirlpool onaniert und in das Becken ejakuliert. Dies ist auch auf der Überwachungskamera aufgezeichnet. Wenn Frauen in der Sauna sind, werden wir jetzt den Asylanten sagen, dass die Sauna geschlossen ist. Frauen und Mädchen müssen von den Bademeistern beschützt werden. Das heißt, die Propagandalinie, das alles runterzuspielen, ist einfach mit Köln durchbrochen und jetzt die einen versuchen läppisch dagegen zu rudern und die anderen versuchen das aufzugreifen, aber lokal zu begrenzen. Und das kann nicht gut gehen. Für den Gegner. Das freut mich. Und ein Punkt, jetzt braucht es wieder so eine Art Kristallisationspunkt nach Köln. Hätte sein können, was passiert ist diese Woche in Berlin, nämlich der Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens. Und das hat die deutsche Lügenpresse völlig verschwiegen und kam dann nur zur Berichterstattung über die russischen Medien, weil es war ein russisches Mädchen. Der erste russische Kanal hat berichtet und dann auch die ganzen großen russischen Medien. Ist über Nacht verschwunden, kommt dann zurück und sagt, sie ist mehrere Stunden vergewaltigt worden von einer Gruppe von Typen, die wir wie Nordafrikaner, Araber aussahen. Melden die russischen Medien. Was machen unsere Medien? Die spüren natürlich, da ist Musik drin, da ist Sprengstoff drin und versuchen das panisch runterzureden. Als Beispiel der Berliner Tagesspiegel schreibt dann: Erfundener Vergewaltigungsfall in Berlin-Mahlsdorf. Lügengeschichte versetzt Netz in Aufruhr. Eine 13-Jährige behauptet, Migranten hätten sie vergewaltigt. Schnell ist klar, nichts derartiges ist passiert. Die deutsche Presse streitet es rundum ab und bringt es zusammen praktisch mit Putin-Propaganda. Also die Russen, wissen wir ja, die lügen immer. Ja? So wollen die das darstellen. Aber jetzt stellt sich raus,
Gestern haben die Russlanddeutschen und die Russen in Berlin eine Kundgebung vor dem Reichstag gemacht. 2000 Besucher. Und die Familie hat einen Anwalt engagiert aus Leipzig. Das ist der Herr Dankwart. Es ist auch ein Russlanddeutscher. Und es ist gleichzeitig ein Stadtrat der Linksfraktion. Meines Erachtens ein cleverer Schachzug. Jedenfalls muss jetzt der Tagesspiegel heute zwischen den Zeilen die Wahrheit, oder gestern zwischen den Zeilen die Wahrheit schreiben. Also Überschrift heißt dann Neonazis und Russen gemeinsame Demo vor dem Kanzleramt. Also, so versucht man erstmal die Leute wieder ruhig zu stellen, Neonazis und Russen. Der Veranstalter war ein Verein, der hat die Website Genosse SU und bezeichnet sich als Vereinigung sowjettreuer Russlanddeutscher. Also das sind eher Linke, ja? Aber hier heißt es dann Russen und Neonazis. Und das Interessante ist, wenn man den Artikel dann zu Ende liest, dann steht drin, nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird wegen sexuellen Missbrauchs gegen mindestens eine namentlich bekannte Person ermittelt. Also vorher, drei Tage vorher, ist alles erstunken und erlogen, alles erfunden. Und jetzt ist zumindest so viel klar, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, und zwar gegen eine namentlich bekannte Person, wegen sexuellen Missbrauchs. Gegen nicht namentlich bekannte Personen kann man schlecht ermitteln. Aber einen haben sie offensichtlich ermittelt. Und dann kommt der absolute Hammer. Nach Angaben der Justiz habe es einen einvernehmlichen Sexualkontakt gegeben. Wie kann das sein? Ein 13-jähriges Mädchen. Das ist ein Straftatbestand, das ist sexueller Missbrauch, das ist Kindesmissbrauch in jedem Fall. Aber die Justiz versucht es darzustellen, einvernehmlicher sexueller Kontakt. Gibt es keine Gesetze mehr in diesem Land? Aber Sie müssen das schreiben, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, und Sie müssen schreiben, dass da etliche Leute vor dem Reichstag aufmarschiert sind und Sie haben die russischen Medien im Rücken. Das heißt, die werden mit diesen Lügen nicht durchkommen. Das können Sie vielleicht mit der deutschen Öffentlichkeit ein Stück weit machen, aber mit der russischen Öffentlichkeit, und wir haben immerhin in Berlin auch eine 300.000 Russen, wird es nicht so einfach gehen. Ja? Und das ist auch noch das, was mir aufgefallen ist, Ellen, es stimmt natürlich, oder auch Götz hat es auch gesagt, es stimmt natürlich, unsere Männlichkeit in Deutschland ist natürlich auf den Hund gekommen. Ja, dieses ganze Hipster, die wir jetzt da in dieser Altersgruppe haben, die werden sich natürlich nicht wehren. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Jugos, Russen, Italiener und so weiter auf unserer Seite in dieser Frage. Das muss uns klar sein. Wir haben die ganzen christlichen Einwanderer aus christlichen Ländern sind an diesem Punkt vollkommen auf unserer Seite und die wollen auch, dass es aufhört. Das heißt, wir stehen da nicht ganz alleine und wir müssen nicht warten, bis unsere Jugendlichen alle wieder sich einen bestimmten Bizeps antrainiert haben. Wir haben da wirklich eine Abwehrchance. Die Lage ist auch deswegen so schlecht, weil Merkel eindeutig unter Druck steht, und zwar zum einen international. Also die Kölner Ereignisse, was die innenpolitisch bewegt haben, habe ich schon versucht zu skizzieren, aber die Wirkung außenpolitisch ist vielleicht noch stärker gewesen. Weil Polen und ich glaube die Slowakei haben explizit mit Verweis auf Köln gesagt, die bisherige Übereinkunft zur Übernahme islamischer Einwanderer sind null und nichtig. Die machen das nicht, weil sie gesehen haben, was passiert kann und was passieren kann. Und mittlerweile ist Herr Merkel, früher hat sie immer gesagt, ja, wir können keine nationalen Alleingänge machen, nur eine europäische Lösung ist vorstellbar, was soll die Grenzschließung? Aber mittlerweile muss man sagen, in puncto Grenzkontrolle ist jetzt wirklich der nationale Alleingang eingetreten, und zwar dergestalt, dass alle anderen zu einem Minimum an Kontrolle zurückgekehrt sind, nur Deutschland hat weiter die Scheunentore offen. Also alle skandinavischen Länder, die Osteuropäer sowieso, die Franzosen auch und jetzt eben auch die Österreicher, die zumindest an der Grenze kontrollieren. Also da wird die Situation eng.
Es wird jetzt versucht, die innenpolitische Krise abzuwehren. Und da bin ich wieder ganz einer Meinung mit dem, was Ellen gesagt hat, indem man versucht, eine Wende vorzutäuschen. Also man sagt, es war schlimm, ja, was in Köln passiert ist, und man sagt, wir müssen was ändern. Und Ausdruck dieses Versuchs ist diese Überschrift der Bild-Zeitung. Flüchtlingskrise, die Wende. Machen die am Donnerstag auf. Und darunter steht, Österreich führt Obergrenzen für Asylbewerber ein. Tatsächlich hat Österreich entsprechende Kontrollmaßnahmen an der Grenze durchgeführt. Und der Faymann hat gesagt, wir machen jetzt die Obergrenze im Jahr 2016. Wir lassen nur noch 37.500 Asylbewerber zu. Dieses Jahr waren es, glaube ich, 90.000. Der Clou ist aber, das ist Bluff. Weil schon in den ersten drei Wochen des Jahres 2016 sind über die Südgrenzen von Österreich 43.000 Flüchtlinge gekommen. Also wie soll die Jahresobergrenze bei 37.500 liegen? Das geht doch gar nicht, es sei denn, wenn man es so macht, wie man heute in der Welt online lesen konnte. Geht um Österreich. Weist die Bundespolizei an der deutsch-österreichischen Grenze deutlich mehr Flüchtlinge zurück. Wer in Deutschland nicht um Schutz sucht, wird abgewiesen. Was ist das denn, Ihre Argumentation? Da muss natürlich stehen, wer in Deutschland fälschlich um Schutz sucht, das sind praktisch alle, wird abgewiesen. Nicht der, wo nicht um Schutz sucht. Dieser Satz bedeutet, die Österreicher reduzieren ihre Zahlen, indem sie alle, die in Deutschland Schutz beantragen, durchwinken. So wollen die ihre Zahlen reduzieren. Und so wird es dann auch kommen. Ähnlicher Ausdruck der Dreistheit ist in derselben Ausgabe der Bild-Zeitung der Kommentar von F.J. Wagner. F.J. Wagner ist in dem Schwarzbuch Lügenpresse, was Kompakt rausgebracht hat, wahrscheinlich der meistzitierte. Weil der wirklich alles zusammengeschmiert hat in den letzten 20 Jahren, was man sich vorstellen kann. Und er schreibt jetzt also am 21. Lieber Bundespräsident, mein Deutschland ist, dass niemand in mein Haus kommt und die Möbel umstellt. Mein Deutschland soll so sein wie immer. Mein Deutschland ist Rinderroulade, Blaukraut. Ich habe Angst, dass es mein Deutschland nicht mehr gibt. Schreibt dieser Typ, ich habe Angst, dass es mein Deutschland nicht mehr gibt, was Pegida seit Anfang an davor gewarnt hat, was wir in Kompakt seit über einem Jahr schreiben, das greift er jetzt auf, obwohl er derjenige war, der die ganze Zeit für Ausländereien und offene Grenzen getrommelt hat. Und die Bild-Zeitung war ja da, war ja jenes Blatt, was Unterschriftenkampagnen gegen Pegida gemacht hat und was diesen Wahnsinnslogan Refugees Welcome, was vorher nur die Linksradikalen hatten, überhaupt populär gemacht hat. Und die versuchen sich jetzt mit solchen Sachen aus der Affäre zu stehlen, aber damit werden sie nicht durchkommen. Weil am Schluss wird klar sein, dass wir das sind, die das immer vertreten haben, während sie immer das Gegenteil durchgesetzt haben. Und am Schluss werden sich die Leute für das Original entscheiden und nicht für die fälschliche Kopie. Ausdruck dieses Wandels und unserer großen Chance ist vor allem, was sich jetzt auf der Wahlebene tut. Wir haben drei Landtagswahlen im März in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und diese Landtagswahlen werden zum Debakel werden für die Blockpartei. Zum Debakel. Nach allen Umfragen wird in Baden-Württemberg die Grünen stärker als die CDU, was ja kein Wunder ist, weil die Merkel macht ja grüne Politik. Und sowohl in Baden-Württemberg als auch Sachsen-Anhalt hat die AfD gute Chancen, stärker zu werden als die SPD.
Das wiederum wird Rückwirkungen auf die Stimmung in der CDU haben. Wir haben kurz vor Weihnachten einen CDU-Parteitag gehabt mit dem SED-Abstimmungsergebnis. Ja, also obwohl es da vorher gerumort hat in der Partei, haben dann bei der Abstimmung über den Flüchtlingsantrag von 970 Abgeordneten nur 4 dagegen gestimmt. Gegen wir schaffen das. Also ein Ergebnis, was Honecker auch nicht immer gekriegt hat, hat Merkel noch vor Januar gekriegt. Aber jetzt ändert sich die Stimmung. Es gibt schon 50 Bundestagsabgeordnete, die einen Brief an Merkel unterzeichnet haben. Und es wird sich natürlich weiter zuspitzen, wenn die Landtagswahlen krachend verloren gehen für die CDU, weil dann jeder von diesen Dissidenten, der bisher gedacht hat, über Merkel kommt er immer wieder an seinen Sitz und an dicke Diäten, wird dann merken, dass er künftig, wenn er zu Merkel hält, seinen Sitz verlieren wird. Und dann wieder was Anständiges arbeiten muss plötzlich. Und dann werden sich einige vielleicht doch dazu entschließen, diese Kanzlerin abzuwählen. Ich sage gleich was dazu. Ich würde in der Situation 3 Dinge vorschlagen, die man tun kann. Das eine ist, die Kanzlerin muss sowieso weg. Ja. Wir sind ja jetzt auf dem Weg, diese richtige Forderung zu operationalisieren. Es reicht nicht mehr zu rufen, Merkel muss weg, sondern jetzt müssen wir uns die konkreten Schritte überlegen. Ja, also der Worte sind genug gewechselt, jetzt brauchen wir die konkreten Schritte. Der erste Schritt ist meines Erachtens eine Verfassungsklage gegen Angela Merkel wegen Bruch von Amtseid, Gesetz und Grundgesetz. Sie hat Grundgesetz Artikel 18.2 gebrochen, Asylrecht, eindeutig heißt es da, alle die aus Drittstaaten kommen, müssen zurückgewiesen werden. Das hat sie suspendiert, das ist ein Grundgesetzbruch. Sie hat das Strafgesetzbuch gebrochen, den sogenannten Schleuserparagrafen, in dem sie selber zur Königin der Schleuser avanciert ist. Diese Verfassungslage liegt auf dem Tisch bzw. in der Schublade der CSU. Seehofer hat diese Anklage ausarbeiten lassen vom früheren Bundesverfassungsrichter Di Fabio. Aber Seehofer ist ein Feigling. Gesprungen als Tiger, gelandet als Bettvorleger. Und er taktiert ohne Ende rum, anstatt dass sie diese fertig ausgearbeitete Klage endlich in Karlsruhe vorlegt. Und um diesem entwürdigenden Hin und Her ein Ende zu machen, haben wir jetzt, das heißt Götz Kubitschek und ich und die anderen Initiatoren von 1%, den Professor Dr. Albrecht Schachtschneider beauftragt, die Verfassungsklage zu übernehmen. Und schnellstmöglich einzureichen. Das geht jetzt wirklich nur noch um, das soll Anfang Februar passieren. Und diese Klage soll dann auch breit unterzeichnet werden können von Bürgern, die mit Name und Anschrift hinter dieser Sache stehen, um gegenüber dem Volk zu zeigen, diese Regierung ist illegitim, da sie ihr eigenes Grundgesetz, ihre eigenen Gesetze verrät jeden Tag aufs Neue. Ist der erste Schritt. Also das wäre Anfang, spätestens Mitte Februar. Der zweite Schritt sind natürlich die besagten Landtagswahlen am 12. März. Wir müssen bei diesen Landtagswahlen damit rechnen, dass wie im Mai 1989 das Regime die Wahlen fälscht. Ihr glaubt doch nicht, dass die AfD nur bei 10% liegt. Das ist doch der größte Witz, diese Umfrage. Das stimmt doch niemals. Aber die haben natürlich genügend Leute, die dieses Ergebnis herbeifälschen können. Siehe Landtagswahl Bremen im letzten Jahr, wo dann mit einigen Monaten Verspätung die AfD einen weiteren Sitz bekommen hat, weil da beim Auszählen irgendwelche Schüler Stimmzettel der AfD weggeworfen haben. Wahrscheinlich in vorauseilendem antifaschistischen Gehorsam. Und das kann uns jederzeit wieder passieren. Das heißt, was wir eigentlich hinkriegen müssten,
was wir eigentlich hinkriegen müssten, ist in jedem Wahllokal, in möglichst jedem Wahllokal, Leute zu haben, die aufpassen bei der Auszählung und die an eine zentrale Stelle, die wir irgendwie organisieren müssten, diese Wahlergebnisse durchzumelden, sodass wir sie mit den sogenannten amtlichen Wahlergebnissen und dem eventuellen Schwindel abgleichen können. Und zwar noch am gleichen Abend. Bei dir wieder ja auch. Das haben sie 1990 auch gemacht, die Wahlhelfer, weil sie eben alles sicher gehen wollen. Genau so muss man es machen. Und Bürgermeister, damit diese Wahl zu einem Debakel für das Regime wird, müssen wir natürlich alle dafür sorgen, dass die AfD möglichst viele Stimmen kriegt. Also ihr könnt ja nicht, weil, also Sachsen wählt ja nicht, ja, aber ihr habt ja natürlich auch Bekannte in den anderen Bundesländern, wo gewählt wird. Und da muss man eindeutig Werbung machen für die AfD, auch wenn man die AfD nicht liebt. Ja? Ich bin ja kein Fan der AfD. Ich weiß, in der AfD gibt es gute Leute wie den Höcke und es gibt andere Leute, die ihre Karriere suchen und die immer auf dem Lucke nachtrauen und so weiter und so fort. Das ist, wie lange man auf die Partei setzen kann, das ist ein offenes Geheimnis. Aber jetzt, an diesem 12. März, da ist die AfD-Wahl das Einzige, was im Regime Angst macht. Und deswegen muss AfD gewählt werden. Die AfD muss stärker werden als die SPD, damit der Gabriel mal einen richtigen Faschist kommt an seiner eigenen Basis. Sondern die Nichtwähler. Das ist doch gar nicht wahr. Nein, ich kenne die Argumentation, die Nichtwähler spielen bei der Berichterstattung in unseren Medien keine Rolle. Es sei denn, wir würden ein Nichtwählerquorum von 70% oder so erreichen. Aber im Augenblick ist die AfD-Wahl das, was den Leuten Angst macht. Nicht das klammheimliche Daheimbleiben, dann sagen die wieder, ja, Politikverdrossenheit und so weiter und so fort. Nein, wir müssen denen richtig Angst machen. Dritter Schritt, nach dem 12. März, wenn alles gut geht, sind die dann echt in der Krise, weil sie eine Watschen gekriegt haben. Rot und Grün und Schwarz und Merkel und Gabriel. Und dann ist die Zeit für eine massenhafte Aktion auf der Straße. Ja. Ja. Anders geht's nicht. Ich weiß noch nicht richtig, wie wir das hinkriegen, weil wir haben im Augenblick sehr, sehr viele Städte. Wir haben Dresden sehr stark, wir haben Erfurt sehr stark, wir haben Plauen sehr stark, wir haben Stolberg waren sehr viele, jawohl. Wir haben ungefähr 30 auch kleinere Städte in den östlichen Bundesländern, wo demonstriert wird, regelmäßig, über 500, über 1000, regelmäßig. Wir haben im Westen jetzt in Köln nach den Ereignissen zum ersten Mal eine Demo mit über 3000 gehabt. Wir haben mittlerweile auch in München ein stabiles Feld von 600 bis 800 jede Woche. Also es ist in der Fläche Potenzial da, aber es wurde noch nicht geschafft. Es liegt auch an gewissen, wie soll ich sagen, Rivalitäten, Eifersüchteleien, Abgrenzeritis. Dieses Potenzial wirklich zusammenzufassen. Und was wir brauchen, ist einfach wie 1989 500.000 Leute in Berlin. Dann muss Merkel gehen. Das geht nicht anders. Und das Wichtigste ist, dass wir wirklich in den nächsten Wochen in aller Geduld daran arbeiten, diese verschiedenen Städte und Personenkreise an einen Tisch zu bekommen für eine wirklich einheitliche Aktion. Und ich begrüße es außerordentlich, dass Tatjana Festerling letzten Montag bei Pegida gesagt hat, man muss im März die AfD wählen. Das ist ein Schritt zur Überwindung eines wichtigen Widerspruchs in der Bewegung. Und es war ja nicht immer so. Es gab die Konkurrenzkandidatur bei der OB-Wahl in Dresden zwischen Festerling und der AfD. Und wenn jetzt Festerling auf die AfD zugeht, ist es ein wichtiges Signal der Übereinkunft. Und mich freut auch, dass der Kreisvorsitzende der AfD in Leipzig dieses Signal gleich aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt eine gemeinsame Demonstration, AfD und
legendär wenigstens was Leipzig angeht. Was jetzt noch fehlt, ist, dass eben die, auch die AfD-Spitze, auch Frauke Petri, diesen Ball von der Festerling aufgreift und da endlich was zusammengeht, weil wir können uns Eifersüchteleien, Abgrenzereien nicht mehr leisten. Jetzt geht alle zusammen. Es gibt verschiedene Ansätze und jeder dieser Ansätze verdient unsere Unterstützung. Egal, ob es sich um Zeitschriftenprojekte handelt, natürlich brauchen wir euer Abo als Kompakt, aber die AfD braucht auch eure Stimme und Pegida braucht jeden Mann und jede Frau auf der Straße. Das muss alles zusammengehen und gemeinsam sind wir stark. Und am Schluss heißt es eben dann Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich und herzlich an. Und das muss unser Ziel sein und wir diskutieren heute Abend, aber wichtig ist, wir müssen mehr tun als nur zu diskutieren und so wie wir hier vorne sitzen, sind wir alle dazu bereit und ihr doch sicherlich auch. Ich danke euch.